Ich weiß noch gut, was das jedes Mal für eine Sensation war bei uns daheim, wenn das Telefon geläutet hat. Ich wäre nie dran. Ich hatte einen riesen Respekt davor. Und eine grosse Bewunderung für Mami und das Grosse, die mit lauter Stimme in den Schwarzhörerinnen geschwätzt haben. Heute nehmen die Kinder das Telefon ab, bevor sie schwätzen lernen. Das Telefon ist eine Selbstverständlichkeit wie das Heavy. Das brauchst du zum Pipi machen, das andere zum Blabla machen. Ob man schwätzen kann oder noch nicht, wenn es läutet, muss man sofort den Hörer abnehmen. Das ist das Erste, was ein heutiger Erdenbürger lehrt. Was heisst läutet? Heute läutet die Telefon ja nicht mehr, heute jodelt es. Einen festen Standort haben sie auch nicht mehr. Sie liegen frei in der Gegend rum und jodeln. Du musst einfach am Sound nachlaufen, wenn du schon laufen kannst. Sonst halt schnaken. Irgendwann empfindest du den Apparat dann schon. Und wenn es im Heavy von der Suslen ist. Jetzt schau doch die Bohnen an. Rutscht auf dem Topf in der Stube rum und will schon in ein richtig Telefon schwätzen. Jetzt schaut er den Papi an, rutscht in seinem Klapp in der Stadt um und schwätzt in eine Nutella-Trappe. Heute musst du vernetzt sein, sonst bist du nicht dabei. Vernetzt, verkabelt, verfaxt und immer und überall erreichbar. Ah, du hast es. Gib schön an Papa. Wer ist es? Mama? Hey, all weg. Die ist ja gerade noch. Hallo? Wo bist du? In der Küche? Ein Gläschen Wissen. Ja, warum nicht? Wie hast du es kein Geschäft? Du, wie immer, Santé. Sag mal, was ist mit dem Hausecker? Der läutet mir ins Geschäft an. Ich habe ihm aufs Bändli geredet. Hören Sie, ich habe dummerweise meinen Fax in der Küche mit dem Mikrowellenofen verwechselt. Die stehen eben nebeneinander. Ja, ich habe es dann gemerkt, wo der gerade ganz flach auf der anderen Seite wieder rausgekommen ist. Jetzt weiss ich eben nicht, ob er ihn noch brauchen kann. Also der gerade sowieso nicht mehr. Aber den Fax hat man vielleicht einmal. Läuten Sie mir doch bitte, meine Nummer ist. Ja, und da habe ich aus Versehen deine Geschäftsnummer angegeben. Ich bin überhaupt nicht rausgekommen, weil bei uns ist gerade Datenverarbeitung ausgestiegen und Ja, es geht scheint wieder etwas um. Ich habe eine Portion Disketten genommen zur Kontrolle. Was geht um? Ja, ein Virus. Der PC ist noch online. Ist er? Ja, hast du ihn gebraucht? Susle hat den ganzen Nachmittag Märchen-Disketten geschaut. Aber sag mal, hättest du denn am Hausecker nicht die richtige Nummer? Ja, habe ich können? Ja. Zum zweiten Mal den ganzen Bandwurm abgelöst. Nach dem Piepston haben Sie Minuten Zeit. Ja, das weiss ich fängst auswendig. Hören Sie, nur ganz kurz. Ich bin noch mal wegen dem Fax, wissen Sie, im Gratin. Nein, umgekehrt. Ja, ist ja gleich. Auf der vorigen Message habe ich ja alles erzählt, aber eben eine falsche Nummer angegeben. Also, wenn Sie anbraten, dann bitte auf die private. Ja, jetzt ist schon der Piepser drin. 251 13 14. Ich verstand aber trotzdem nicht, wieso läutet er denn mir an? Ja, wahrscheinlich lässt er sein Bändchen nur etappenweise ab, um die Spannung zu erhöhen. Ja, was hast du ihm denn gesagt, dem Hausecker? Ich müsste zuerst dir anrufen und rufen dann zurück. Ja, mich hast du aber nicht angerufen. Doch, aber die Susle hat es abgenommen und dann hat es plötzlich geschattert. Das war der, den ich nachher den Hörer im Hafen gefunden habe. Ja, und der Hausecker? Habe ich nur noch als Beantworter verwünscht. Ja, was hat er gesagt? Ich habe keine Minute Zeit. Darf ich schnell haben, Suseli? Nochmal ein Apparat? Ja, das ist der, der Susli beim Windeln-Wettbewerb gewonnen hat. Hallo? Herr Huse! Schwätze, ich noch nicht, aber vernetzt ist sie schon durch und durch. Was sagst du? Ja, so, ja, die Windeln muss er noch wechseln. Komm, Suseli, rutsch du schon ins Kinderzimmer. Ich komme sofort, Herr Hausecker. Der Zwerg Nase ist, glaube ich, noch drin. Oh, in der Windel? Im PC. Herr Hausecker, das ist nämlich... Zwerg Nase im PC, kommst du gegen dein Virus? Du sag schnell, hallo, hallo. Wie? Ah, Herr Hausecker.
Nein, ich habe noch schnell eine Frage. Was? Ja, das ist unser intern Telekiosk. Ich bin der Gnagi und in der Küche ist Spinatli und mit dem gehe ich jetzt schnell aufs Null. Du hörst, ich haus jetzt an den Computer. Wann gibt's das? Gibt's einen Funk? Gut. Und was gibt's? Was gibt's? Schickst du mir selber ein Menü? Per Fax? Okay. Also das funktioniert ja noch nicht. Ja, dann sagst du dem Hausecker, was es zu essen gibt, bei uns auch, sollen wir es da hochfaxen.